Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Gothic 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An diesem herrlichen Freitag, also zumindest ist es bei uns recht schön. Das Wochenende ist eingeläutet. Es ist endlich soweit, wir können wieder tun und lassen, was wir wollen, zumindest 2 Tage lang. Die meisten vielleicht nur 1,5, weil es ihnen einen halben Sonntag lang schlecht geht. Aber das tut nichts zur Sache, es ist Wochenende, Freunde. Weil, ich mache es ja immer so, ich bringe ja die Videos... Was zum... Bring ja die Videos... Ja, ist ja gut. Ich bringe ja die Videos immer um 3 raus. Wodurch ich natürlich auch durchaus sagen kann, selbst wenn es bei mir ja heute zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nicht Freitag ist, aktuell ist es Mittwoch. Aber nichtsdestotrotz ist, wenn diese Aufnahme rauskommt, ist Freitag. Also Wochenende. Gottes Willen. So, wir bahnen uns unseren Weg nach Montera. Huch. Und suchen dabei schön alle Ecken ab. Hier sind Skavenger. Was? Oh Mann. Erschreck mich doch nicht so. Scavenger Eye. Kann ich die auch mal braten? So zum. Hier ist ein Heilvojen. Da hoch kann ich. Guck mal, da kann ich hoch. Da gehen wir doch mal hoch jetzt. Okay, es ist nicht vorgesehen, dass wir da hochgehen. Aber ich sogar sagen, ich höre hier eine Schlange. Ich höre hier 10 EP rumkriechen. So. Was gibt's hier? Hier ist ein Schild. Das ist ein Ast. Hallo, ich will hier hoch. Aha. Wieder eine Schlange, guck mal. Leck! Gibt's hier was Tolles? Alter, weißt du, hier oben, wo eigentlich kein Schwein hinkommt, wo du nur hinkommst mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen mit Bug-Using, indem du permanent die Klippen hochspringst, steht halt auch noch ein Vieh, ne? Okay. Lassen wir das, aber da oben, also hier oben. Ich sehe nichts. Also jetzt sind wir ja hier richtig Gipfelstürmer, wa? Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterrutsche. Also jetzt sind wir ja wohl mal richtig Gipfelstürmer hier. GG. So. Sehen wir was? Das ist Kapdun. Da hinten. Seht ihr diesen Turm? Diesen, den ich da markiere mit meinem Dings. Seht ihr das? Das, meine Freunde, müsste Bakarisch sein. Ne, wie heißt die Map? Bakarisch. Ja. Da hinten ist der Tempel Belias. Krass. Das haben wir nochmal, also das sehen wir ohne Mod nicht. Das ist ganz klar, weil das ist hier schon, da greift echt schon die externe erhöhte Sichtweite. Alter, hier sind Blutfliegen. Ja. Jetzt muss ich hier ganz schnell ein Gegengift nehmen, sonst ist nämlich hier gleich aus die Maus. Glaube ich zumindest. Ich weiß nämlich nicht, ob das irgendwann aufhört. Aber auch wieder, hier oben, wo du eigentlich nicht hinkommst, ne? Sind halt nochmal Viecher. Wir speichern aber erstmal ab. Und hier steht auch noch ein Kraut. Ha! Siehst du, wieder gelohnt. Eine Feuernessel? Yep. Oh, noch eine. Felsnessel. So, von hier sind wir gekommen.
Hier leckt's auch schön. Genau, hier sind die toten Scavenger. So, da gehen wir mal weiter vor. Wie spät haben wir denn in Game? 9.14 Uhr. Na, das ist doch die richtige Zeit, um Hasen zu schlachten. Jawohl. 3 an der Zahl. Und Möhren. Ich kriege echt Möhren vom Hasen. Das ist halt auch geil. Fläschchen erhalten. So, was ist hier? Erstmal Leck des Todes. Immer noch. Ich muss hier mal gucken, dass ich ein bisschen das Kabel vom Mikrofonständer weghalte. Ich habe meinen Mischpult. Ah, lol. Ich habe meinen Mischpult unter dem Tisch. Also, ne? Wo das Mikrofon angeschlossen ist. Das steht bei mir unterm Tisch. Und das Kabel verläuft dann quasi unterm Tisch rüber nach links zum Mikrofon. Und dadurch sind meine Beine quasi eigentlich immer permanent am Kabel. Ne? So, stört mich jetzt nicht. Aber wenn ich mich halt bewege, dann kann es durchaus sein, dass ihr das hört. Ne? Also, das hört ihr ja jetzt. Das ist natürlich nicht gewollt. Seht mir das nach. Vielleicht lasse ich mir da nochmal was einfallen. Mal gucken. Weil ich baue ja den Mikrofonständer eigentlich immer wieder ab und auf. So. Wenn ich mich richtig erinnere, waren diese blutverschmierten Teile hier nie was Gutes. Das müssten, glaube ich, hier... Das war, glaube ich, die erste Schattenläuferhöhle. Kann das sein? Ich glaube, das war so. Ja, das war so. Was? Das waren ja 3! Okay, dass das 3 waren, hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nur, es waren Schattenläufer, aber da können wir doch eigentlich mal ganz gut unsere Magier... Wow, OP! Überhaupt nicht OP. Easy. Huhuhu. Kann ich dem was abnehmen? Alter, krass. Wie viel Mana haben wir noch? 72. Das heißt, wir können noch 2 Feuerbälle abfeuern. Wo ist er? Da hinten ist er. Nice. Ey, zu krass. So, Fackel. Und dann jetzt hier Schnitzel. Fleischwanzen. Hallo. So. Die Fleischwanzen, die loote ich dann alle hinterher. Alter, die EP, ne? Level up! Das kam jetzt natürlich nicht nur durch die Fleischwanzen, das ist ja klar. Aber, wie gesagt, 10 EP sind 10 EP, das dürfen wir niemals vergessen. Kleinvieh macht auch Mist und in dem Fall halt eben die Fleischwanzen. Das ist halt wirklich so. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Interessanteste hier, aber... So. Jetzt drehen wir uns hier erstmal überall um. Im Kreis. Und drücken erstmal nur überall Rechtsklick. Dass wir nämlich nur erstmal hier die ganzen Fleischwanzen hier looten. Weil, vielleicht die Kiste noch gleich. Da ist nichts zu holen. Oh, eine schwere Truhe. Nice, das ist eine Waffentruhe immer.
Damit wir nämlich dann hier nicht immer gleich das Inventar aufmachen von der Fleischwanze. So, hier noch gleich noch mit. Sehr schön. Das Fleischwanzenfleisch, das wird mal immer mal ein guter Eintopf. So, jetzt geht es nämlich hier los. Streitaxt, Pfeil, Bogen, Fläschchen, Fleischwanze, Streitaxt, Schatz, Schatulle, Metalltruhe. Abgebrochen. Aha. Sehr schön. Fläschchen, zwei Stück, rostiges Schwert, Bogen, Fläschchen, Spitzhacke, schwere Truhe. Da ist ein Degen drin. Wir haben ja schon einen Degen. Der hat aber maximale Ausdauer 15, Klingenschaden 55. Der hier macht mehr Klingenschaden, hat aber weniger Ausdauer. Und hier ist noch ein Fläschchen drin, Heiltrank schön und Erz. Nice. Fleischwanze. Rostiges Schwert. Flasche. Hier sind noch mehr Münzen. Fläschchen. So. Aha, rohes Fleisch, Wasser. Rostiges Schwert, Streitaxt, Streitaxt. Ich meine, klar, die haben hier natürlich Feste gefeiert, die Schattenläufer. Ja. Das ist ja ganz klar, hier liegt ja so viel Zeug rum. Von ehemals lebendigen Menschen. Aber gut. Hier sind noch Pilze. Dunkelpilze, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, das waren unsere ersten drei Schattenläufer. Es ging eigentlich recht gut. Aber ich meine, gut, mit unseren Magier-Skills ist das natürlich sowieso. Sehr schön. So, die Truhe haben wir. Wir speichern mal lieber ab. Ne? Wer weiß, was da noch kommt. Zauber-Voriel. Hier bewegt sich was im Unterholz. Ich höre das. Oder bin ich das? Nee, das war ich nicht. Das war ein Wildschwein. Alter, ich hasse es, wenn ich über die Viecher drüber schlage. Beziehungsweise haben die ja gar keinen Sound manchmal, wenn sie getroffen werden. Wolfskraut. Noch ein Wildschwein. Seht ihr das? Ich habe das Vieh jetzt zweimal getroffen. Beim ersten Mal kommt ein Sound vom Treffen, beim zweiten Mal nicht. Da war gerade eben noch irgendwo eine Schlange rum. Da. Noch eine? Nee. So, jetzt bin ich aber hier vom Wege abgekommen und weiß jetzt hier nicht, ob rechts auch noch was war. Hier ist ein Steinkreis. Gibt's hier was? Hallo? Nee. Aber Steinkreis ist eigentlich immer Kronstöckel verdächtig. Nee. Wirklich nicht? Gut, dann halt nicht. Schade. Bin ein bisschen leicht erkältet. Hier war doch aber gerade eben noch irgendwo ein Hase am rumhüpfen. Da ist er. Du entkommst mir nicht. Und der Dunkelpilz auch nicht. Und das ist eine Mana-Pflanze. Sehr schön. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum ich immer schleiche. Deswegen. Dann habe ich nämlich nicht diese Pflück-Animation. Und so doof es klingt, es geht halt einfach schneller. Und Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Weil wir leben in Deutschland. Aber. Was? Gut, natürlich, der ein oder andere wird natürlich auch gut verdienen in Deutschland. Ich meine. Es heißt ja immer, dass wir in Deutschland die höchsten Löhne hätten. Das, um ehrlich zu sein, glaube ich wirklich erst, wenn ich sehe. Also wenn das wirklich bewiesen ist. Weil aktuell, weiß ich nicht. Wir krebsen bei einem Mindestlohn von, wie viel ist es jetzt mittlerweile? 9 Euro und? Oder 8,72 Euro? Also ich kann mir höhere Löhne vorstellen. So, wir essen jetzt hier erstmal was. Weil, mir fällt da nämlich gerade noch eine Quest ein. Die es noch gibt. Und dazu müssen wir nämlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier glaube ich, am Flussufer lang rennen.
um irgendwelche Pflanzen zusammen. Ich glaube, so war das. Weiß nur nicht mehr genau, wie sie heißen. Naja, da sind sie, da sind die Pflanzen schon. Und da sind nämlich hier auch noch einige Lurker, glaube ich. Die diese Flanien bewachen. Steinwurzel war das genau. Denn, ich habe da nämlich, um ehrlich zu sein, nicht den Elan, da nochmal zurückzurennen. Ich meine, normalerweise müsste man das tun. Aber da ich ja noch das ein oder andere tatsächlich noch weiß, vom letzten Let's Play, denke ich mal, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich das nutze, dieses Wissen. Ich sag mal nicht, ich spoiler ja nicht direkt. Für diejenigen unter euch, die es wirklich noch nicht kennen, ich spoiler ja nicht. Ich gehe halt einfach nur direkt drauf hin. Ich habe ja nur gesagt, es gibt eine Quest hier mit Pflanzen. Mehr habe ich ja nicht. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ich muss aber erstmal die Heizung hochdrehen. Hier ist nämlich kalt heute. Sehr schön. Es ist nämlich etwas kühl. Es ist zwar schönes Wetter, aber... Na gut, was heißt schönes Wetter? Mittlerweile hat es umgeschwungen. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder am Mikrofonständer gekommen. Mittlerweile hat es ein bisschen... Da drüben sind auch noch welche. Mittlerweile hat es ein bisschen umgeswitcht, das Wetter. Ist nicht mehr ganz so doll. Also heute Morgen war es noch schön. Jetzt mittlerweile ist es sogar Regen. Beziehungsweise ein aufkommender Sturm. Ich prophezeie nichts Gutes für den heutigen Abend. So. Hier oben war ich noch nicht. Ah, das ist hier so das Anfangsproblem, dass man immer... dass man immer keine Ausdauer mehr hat. Weil hier oben könnten ja noch Pflanzen stehen. Nö. Na gut. Natürlich, Alter, weißt du, die Hirsche laufen hier durchs Wasser und es gibt keine Wellen. Naja gut, macht nichts. Blutschilf. So, hier sind Sklaven. Was passiert, wenn ich die umschlage? Tötet er mich dann? Waffe weg! Das ist ja gut. Na bitte, geht doch. Aber der hat einen Hammer. Und Hammer brauchen wir. Oh, der hat Wasser, das ist auch immer gut für Tränke. Moment mal. Moin, Dominik! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Nee, kannst du auch nicht. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Nö. Nimm den Mund nicht so voll. So. Du meinst, ich hätte Angst vor dir, was? Ich werde dich schon zur Arbeit bringen. Auf, du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marek, dem Anführer der Orksöldner in Montera. Sonst gibt's Ärger, klar? Wie komme ich noch nach Montera? Wenn du den Weg rauf Richtung Norden nimmst, bist du zwar schneller da, wirst aber garantiert von Banditen überfallen. Besser für dich, wenn du den Weg Richtung Westen gehst. Der ist länger, aber dafür ungefährlicher. So. Zeig mir deine Ware. Gegengift. Ist nicht verkehrt, können wir aber bald selber herstellen. Pfanne brauchen wir nicht, Schmiedehammer brauchen wir auch nicht. Schnaps brauchen wir nicht. Gekochten Fisch brauchen wir auch nicht. Nee. Aber wir haben hier bestimmt einiges an Zeug, was wir verkaufen können. Ja. Den Kampfstab behalten wir mal. Rostige Streitaxt geben wir weg. Oh, hier sind neues Dunkelpilz, ey. Schnaps, wir brauchen halt einfach nur Schnaps, um Mana-Tränke herzustellen, ne? Ach, das ist Wasser. Ich dachte, wir haben 52 Mana-Tränke. What the fuck? Die ganzen Kirche, der ganze Mist, das kann alles weg. Segen bleiben da. Segen bleiben da. Ist das permanent oder? Ich denke nicht. Haben wir überhaupt schon Feuerkelch? LOL! Wir haben den ersten Feuerkelch ja noch gar nicht. Ach du Scheiße!
Ja gut, dann muss ich jetzt erst nach Monterra und muss mir den Teleportstein dann holen und muss dann zurück nach Kapdun und muss den Dings kaufen. Ach du Scheiße. Na, denn das hatte doch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da mit dem, ich glaube, ich muss dafür mit dem Assassin noch sprechen. Mit dem hatte ich ja, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, ne? Ach du großer Gott. Na, das hätte jetzt aber echt böse ins Auge gehen können. Stimmt ja. Ich hatte ja mit denen hatte ich ja gar nicht gesprochen. Ja, na klar nicht, weil ich habe ja gedacht, ich habe ja zum Anfang gleich mit dem Sklaven gesprochen, den ich da in der Wildnis gefunden habe. Und der Typ hätte, glaube ich, diese Quest für mich gehabt, dass ich den Sklaven zu ihm zurückbringen soll. Und mit dem habe ich ja dann nicht mehr gesprochen, mit dem Sklavenhändler, weil der Vati ja dachte, dass das Ganze überflüssig ist, weil ich den Sklaven ja schon befreit habe. Nicht wahr? Ich weiß nicht mehr, wie viele Steinwurzeln das waren, aber hier hinten gibt es, glaube ich, noch welche. Ja, da hinten ist noch welche. Oh, guck mal, hier Zauberwurzel. Geilo! Steinwurzel, Dunkelpilze gibt es hier. Das ist manchmal echt nervig, dieses Runtergerutsche von irgendwelchen nicht definierbaren Klippen. Aber hier gibt es Dunkelpilze. Was ist das? Das ist ein Schattenläufer. Okay. Okay, das machen wir ganz einfach. Wir wecken dich aus dem Schlaf, Junge. So, komm her, Junge. Komm her, meiner. Oh, fuck. Nicht gut. Nein! Schnell laden. Ach du Scheiße. Da war ich wohl ein bisschen übermütig. Ah, nur ein bisschen. Gottes Willen, Scheiße. War das unser erster Tod im Spiel? Ich glaube ja. Lalala. Diese theatralische Musik, wenn man gestorben ist. Gong! Da ist er! Oh Gott sei Dank. Das ist nicht allzu weit, was wir machen müssen. So, moin. Alter, natürlich kriege ich jetzt von ihm. Was ist denn, Mann? Was ist denn mit ihm? Haben wir es jetzt? Ach, hier ist auch noch eine Steinwurzel, guck mal. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob ich alle einsammeln muss oder eben nicht. Ich kann halt auch nicht schlafen, also zumindest nicht bis zum nächsten Tag schlafen, weil wir haben ja diese 3-Tages-Quest von dem Idioten da drüben erhalten, wodurch wir jetzt halt auch wirklich innerhalb von 3 Tagen in Monterra sein sollen. Müssen. Um diese Quest zu erfüllen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Quests in Gothic 3, wenn nicht sogar die einzige, die eine zeitliche Begrenzung hat. Ich meine, man kann natürlich noch mehr als genug hier rumhüpfen und alles untersuchen und alles erkunden und sich hier schön einen zurechtlecken, aber man hat eben immer diese zeitliche Begrenzung noch. War hier nicht irgendwo die Blutfliege? Ja. Die war hier. Dann hatten wir noch eine hier drüben. Genau da. Hat man noch eine irgendwo? Nö. Gut. Dann essen wir uns jetzt voll. Nehmen uns den Schattenläufer da zur Brust. Und gucken mal, wie weit wir noch kommen. Gluck. Speichern aber. Muss man das nicht nochmal. Muss ich mir wieder angewöhnen, hier öfter nochmal zu speichern. Noch öfter. Wo war das Scheißvieh? War doch hier oben irgendwo, ne? Da. Oh nö, Alter. Einmal Mana.
Zweimal Mana für den Arsch. Scheiße. War hier hinter mir nicht gleich noch ein Baumstamm? Nicht gut. Zieh doch mal dein Degen, Junge! Oh, ey, nö. Puh, das war knapp. Das war knapp. Nehmen wir halt mal Heiltränke. Geht schneller. Und speichern ab. So, dann können wir jetzt in aller Ruhe da hinten looten. Sprinter, Junge. Achso. Rostige Streitaxt, der hat natürlich echt noch eine Truhe bewacht, ne? In der noch ein Kampfstab drin ist. Geile Sache. Habe ich den jetzt zweimal? Ist das der gleiche? Ja, Schutz vor Klingen nochmal 10. Benötigt das altes Wissen 50. Wir brauchen halt nur den Stabkampf, den wir erlernen müssen, ne? Das können wir ja noch bei Sebastian machen. Das war ja sowieso noch was ich auch noch lernen wollte. Stabkampf. Weil das Problem an Stäben ist, es ist Zweihänder, sie sind natürlich langsam. Aber dafür hast du halt eben auch so eine schöne Attacke, wo du dich rundum drehst, was die Orks manchmal immer machen gerne. Was recht gut ist, wenn man umzingelt ist. Speichern. Da ist es recht nützlich. Und ein Magier, der keinen Stab in der Hand hat, ist irgendwie kein richtiger Magier, wie ich finde. Hier ist noch eine rostige Streitaxt. So. Hier sind Mana-Pflanzen. Und Wildschweine auf dem Weg. Feuernesseln. Mana-Pflanzen. Zwei rohe Wildschweinkeulen. Und eine Waldbeere noch. Scammen mal die Gegend ein bisschen ab. Hä? Da ist es ja. Tja. Aber ich hab's Tatsache getroffen, ne? Ach, das sind die Dings. Ja, ich erinnere mich. Das sind gleich zwei hier. Sehr schön. Ich könnte auch ein Waldläufer werden. Ich hätte das Zeug dazu, wie ich finde. So. Dunkelpilz. Looten, looten, looten. Hier sind Höhlen. Und hier sind Kisten drin. Metalltruhe. Nice. Ich dachte, in dem Sack kann man irgendwie was nehmen, aber nö. Trank gegen Krankheiten. Feuerpfeil, zweimal Brot. Oh, ein Ripper. Da ist der Trank gegen Krankheiten gar nicht mal so verkehrt. Aber so weit kommt er nicht. Rohes Fleisch geben die Dinger auch. Coole Sache. Herrscherkraut. Sonnenkraut. Waldbeeren. Hier war doch eben auch noch eine Waldbeere da. Und ein Dunkelpilz. Und eine Feuernessel. Das ist ja das reinste Paradies hier. Brot, Dietrich, Wasser. Münze. Scavenger. Herrscherkraut, Leck. Leck! Truhe. So, genau, hier sind die Typen. Da sind Wölfe. An denen gehen wir jetzt aber nochmal ganz kurz vorbei, weil da hinten war nämlich noch eine Höhle, da waren wir ja noch nicht drin. Hier, ne? Ist nämlich auch noch eine Heilwurzel, die wir noch nicht gesehen und vergessen haben. Na gut, vergessen haben wir sie ja nicht, wir haben sie ja mitgenommen. Hier ist nämlich auch noch eine Truhe und sonst nichts. Gut. 6 Kopfnuss und eine Kelle. Das ist doch ein Loot. Den wünscht man sich. Na komm.
So, Freunde, gut. Jetzt hier gerade was überlegt. Das machen wir in der nächsten Folge. Da reden wir hier mit den Grünlandläufern. Ach so, die heißen alle anders. Gut, alles klar. Gut, das machen wir nächste Folge. Ich wünsche euch also ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Übertreibt's nicht. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, tschüss. Euer Helmer.